Oberst Rude schildert in seinem Buch einen Luftkampf aus dem Sommer 1944, als er mit drei Ju-87 eingebrochene Sowjetpanzer in der Dniestre-Schleife angreifen wollte. Doch gegnerische Jäger schossen seine beiden Begleiter ab. Rudel selbst wurde von einem ausgezeichneten Lak-5-Piloten gejagt. Absichtlich flog er extrem tief, damit der Russe aus Angst vor Bodenberührung schlecht schoss. Aber der Lak-Pilot blieb überhöht, hatte die Landeklappen etwas herausgedreht, um langsamer fliegen zu können. Rudels Bordschütze hatte mit seinem MG Ladehemmung. Er schrie ins Mikro: "Enge Kurven!" Doch Rudel hatte den Steuerknüppel bereits am Bauch. Der Russe schoss stets ganz knapp daneben. Rudel lief der Schweiß von der Stirn. Er konnte nicht verstehen, wie der Russe engste Steilkurven in 10 Metern Höhe fliegen konnte. Plötzlich lautes Geschrei. Der Bordschütze von hinten. Die Lack ist unten. Ob er sie abgeschossen hat oder ob es einen Strömungsabriss gab, ist unklar. Der gefallene Sowjetpilot war mehrfach Held der Sowjetunion. Rudels abschließender Kommentar: "Geflogen ist er gut. Das muss ich ihm lassen."